Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Football Manager 2023. Und wir haben heute unser erstes Spiel. Ja, auch wenn es so ein Testspiel ist, aber wir haben unser erstes Spiel. Ole ohne Sorge kann sich das erste Mal ein wenig unter Beweis stellen. Und das ist sehr gut und das ist toll. Und mir wurde aus irgendwelchen Gründen diese Mannschaft umgestellt. Und das ist doch der Assistenztrainer soll von meiner Mannschaft von bleiben, nur sonst werde ich aber fuchsig, Mensch. Streller. Was soll denn das? So blöd kann keiner sein. So, ja, irgendwie so. Göbel, ja. Habe ich nicht aufgestellt, gehört auch da nicht hin. Ne? Gehört auch da nicht hin. Von Schröter gehört dahin. So. Und dann müssen wir mal gucken. Der Frick, der ist zwar wieder fit. Sollte zum Verbleiben entscheiden werde. Ja. Der ist noch nicht richtig fit. Na, und die Frage ist jetzt, nehme ich den komplett mit oder lasse ich den zu Hause? Und ich glaube eher das Zweitere. Auch wenn der spielen kann, ohne besonders großes Verletzungsrisiko könnte er rein theoretisch spielen. Ja. Aber weiß ich nicht. Auch wenn er noch schon ein bisschen was älter ist, ist er vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn es wirklich darum geht, Sachen zu tun, die Mannschaft braucht. Na, von daher würde ich dann gerne erstmal mit jemand anderem planen. Dann planen wir mit Kusic, der auch Rechtsverteidiger ist. Also nein. Göbel ist, ja, der ist komplett lost irgendwie. Wir nehmen den Netzhold mehr mit für Göbel. Hat zwar jetzt keine Nummer, aber Unger auch nicht. Warum auch immer. Vogt. Also. Kusic. Nützold kann da spielen, Frick, Brandt. Warte mal. Brandt. Ja, der ist Linksverteidiger, Mann. Kann ich nicht einfach mal jemanden haben, der einfach auch ein. Adam Susac. Der stand doch sowieso da mal, oder? Der 33-Jährige. So nämlich. Der 33-Jährige wird jetzt da hinten mit Ziegele spielen. Dann der da, der da. Ja. So, hat der eigentlich auch? Ja, hat der auch. Na, guck mal, Agbaye und Azibinemensa. Also Mensa und Agbaye, die könnte ich hier in der zweiten Hälfte mit denen austauschen. Naja, auf jeden Fall. Ist es so, dass ich wurde kein Spielführer, soll nichts putzen. Heute bin ich, ja, mach mal. Bin ich normalerweise mit größeren Vereinen, also erste Liga oder so, immer so, dass ich in Testspielen meistens alles auswechsle, was geht. Ich glaube, bei Testspielen kann man die ganze Mannschaft auswechseln, was ja auch gut ist. Aber ich glaube, bei so kleinen Vereinen ist es vielleicht ganz gut, wenn ich es nicht tue. Deswegen weißt du wollen.
Zelle. Ich lass mich doch mal in Ruhe hier. Was soll denn das? Kabine, Verteidiger, keine Geste. Spielvorschau. Okay, erstes Spiel mit dem FSV Zwickau gegen eine andere Mannschaft, die ich jetzt gerade nicht hier gegen Dunajská Streda. Haben eine relativ kleine Ersatzbank, aber das ist ja auch nicht schlimm. Ne, wir haben das Glück, dass wir ganz viele U23-Spieler haben. Und jetzt geht es auch schon los. Ja, hier wird es nochmal gesagt, wie was funktioniert. Auch ganz gut. Nur immer blöd, wenn es dauerhaft kommt. Obwohl man das Spiel eigentlich schon mehr oder weniger kennt. So, aha. So, beobachten auf jeden Fall. Ja, was? Können Sie einen Klick überlegen? Gut. Bestätigen. So, und dann geht's los, ja. Streda am Angriff. Schauen wir mal, was da so los ist. Also, man kann das nicht hier irgendwie auf schnell sofort Dings machen oder so. Man muss das quasi so gucken, aber wenn nichts passiert, dann passiert, da ist dann halt sowas. Und schauen wir mal, wie es so läuft. 7 Minuten knapp gespielt. Einwurf von Schröter auf Jansen. Auf Baumann, aber der wird gefoult und das müsste ein Elfmeter geben. Und Gomez macht den, der US-Amerikaner. Wenn ich mich nicht irre, ist das der US-Amerikaner. Er läuft an und der Torwart hält. Ah, das schmeckt mir persönlich gar nicht. Aber naja, vielleicht hätte ich dann doch irgendjemand anderen schießen lassen sollen. Aber auch ein Trainer muss die Mannschaft ja auch erstmal kennenlernen. So, Jansen jetzt wieder. Auch wieder ein Foul. Und Freistoß. Der wurde vermutlich geklärt. Und jetzt Einwurf von der linken Seite auf Jansen. Der ist auch fix. Und da ist das 1-0 von Maximilian Jansen. In der siebten, nee, in der neunten Spielminute. Maximilian Jansen für den FSV Zwickau. Schießt die Zwickauer mit 1-9 in Führung im Testspiel gegen Streda. Hier nochmal die Wiederholung. Wunderschön mit dem linken Fuß. Klasse. Ja, fängt gut an. Ja, hätte auch schon 2-0 stehen können, wenn Gomez den Ball reingemacht hätte. Ist nicht passiert, aber ja, mein Gott, ist dann so. Hermann verletzt. Ja, Robert Hermann ist verletzt und da haben wir den Salat nämlich wieder. Und deswegen hätte ich auch super gerne, ja, ist okay. Ja, ist auch okay. Super gerne irgendwelche Leute gehabt, die man dann halt einwechseln könnte, kaufen könnte. Aber nein. Also das ist er, ne? Warte mal. Hermann, der spielt ja links. Ich glaube, er kann links, ne? Ja, genau. Da kommt Mensah jetzt rein. Für Robert Hermann und wir wünschen ihm gute Genesung bis hierhin. Mit einer 6,8 geht er raus. Und Spiel ist ein bisschen schleppend. Sonst wäre das auf jeden Fall ein anderes Bild. Die Streda-Jungs, die sind nicht so amused über das Spiel, außer zwei Leute. Aber das soll mir persönlich egal sein, ja. So, von Schröter mit Einwurf auf Kovac, aber Kovac spielt gar nicht bei uns. Aber naja, ne. So, langer Ball jetzt von Streda auf Datko. Und der geht jetzt in die Box und Brinkis hat den Ball.
Finde ich übrigens ein sehr süßer Name, Brinkies übrigens. Fantastisch. Ja. Gleich ist Halbzeit und Zwickau im Angriff. Hier ist Streder wieder im Angriff. So, ein Kaltgetränk. Und ich weiß nicht, ob das gut ist. Ne? Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber Johan Gomez, der ist so, der hat einen Elfmeter verschossen und der ist selbstgefällig. Davy Frick, ja gut, okay, du bist jetzt eher auf der Bank, aber ich bin zufrieden, wir hatten massenhaft Chancen und das zeigt sich auch auf der Anzeigetafel. Also, lieber sehr geehrter Co-Trainer, Robin Lenk, ja, es steht 1-0, ne, also. Aber machen wir mal. Meistens ist das sogar besser als das, was ich dann immer so anklicke. Das ist nämlich nicht gut. So, ich lasse hier noch ein bisschen zocken, so bis zur 60. Dann werde ich mal ein bisschen auswechseln, so Standard 60. Spielminute. Und das passt dann, glaube ich, auch. Im zweiten Testspiel. Gucken wir mal, dass wir dann andere Leute zocken lassen. So, geht wieder hinten. Langer Ball. Schuschak auf. Schuschak. Auf Asselben bei Mensah, aber der kam nicht an. Ja, da wurde versucht, langer Ball auf Baumann von unserem eigenen Torwart Brinkies, aber der kam dann nicht an. Ja, das spielt sich jetzt alles so ein bisschen im Mittelfeld ab, das Spiel, weil wir auch gut stehen und Streda eigentlich in dem Sinne keine guten Möglichkeiten hat. Oh, Brinkies hält den Ball und von Schöter schießt ihn dann oder klärt ihn dann. Aber jetzt pushen sie nochmal die Streda. Streda. Ziegele klärt. Gomez klärt auch nochmal. Baumann hat gar keinen Bock. Ist, glaube ich, auch jetzt Zeit für den ersten Wechsel. Wir tänzeln jetzt hier hinten ein bisschen rum. Wir bringen unseren Rentner. Ja, nicht falsch verstehen, ne? Ja, der Rest, die sind ja eigentlich alle nicht so wirklich, wirklich fertig mit ihrer Lunge. Aber, weil ich meine, das ein oder andere. Den einen oder anderen Wechsel kann man ja mal machen. Das ist ja nicht das Problem, ne? Bin 65. Spielminute und Streda hat tatsächlich noch null gewechselt, ne? Gut, wir mussten einmal notgedrungen, aber. So, Einwurf von uns von der rechten Seite, Ziegele mal mit einer. Links nach vorne, König mit dem Ball. König, unser Rentner, schießt mit links übers Tor. Übers Tor. Schade, schade, schade. Aber passiert. Nicht schlimm. Aber schöner wäre es dann doch gewesen, hätten wir. Machen wir kurz hier Stopp. Ich will jetzt dann doch mal ein bisschen. Bisschen durchwechseln. Ja, von Schröter, nicht Schröter, Schröter, der gefällt mir eigentlich sehr, aber ja, gibt eigentlich kein Aber. Die gefallen mir eigentlich alle relativ gut. Das ist ja das Ding. Und ich möchte jetzt auch nicht so viel auswechseln. Lohmanns Röben. Na, also. Der kann nur da spielen. Ne?
tauschen wir nochmal Gomez gegen Krüger in den letzten paar Minuten. Nochmal eine Flanke von den Strädern. So, jetzt kann Mensama gehen. Abgebremst, Butzen hat jetzt den Ball auf Can. Can geht jetzt mal mit dem Ball in seinem linken Fuß. Ja, das ist auch wieder so eine Spielmechanik, die ich nicht verstehe. Ja, weil man kann einfach mit dem Ball nach, den Ball nach vorne schießen und wir schwanken so ein bisschen hinten im Moment. Und das gefällt mir gar nicht. Ich möchte hinten safe stehen. So. Und ich glaube auch bis zur 70. ging es, aber wir haben ja auch andere Gegner. Wir wissen alle, Powerplay, Dortmund, gegen die spielen wir. Ja, die kommen zu uns in den, ins Stadion. So, die werden keinen anderen Fußball spielen als auch die großen Jungs. So, und von daher müssen wir hinten safe spielen, ja. Ganz klare Sache. So, Ecke nochmal, 3 Minuten Verschluss. Von Könnecke getreten mit dem rechten Fuß. Vermutlich so zwischen Fünfer- und Elfmeterpunkt. Genau das ist der Fall. Aber ich sag mal so, kopfballstarke Spieler haben wir, glaube ich, nicht. Könnecke jetzt mal durch da. Ja. Und jetzt ist das Spiel auch gleich vorbei. Nochmal ein Freistoß. Mahrez, rein damit. Geklärt, sehr gut. Schiedsrichter kann es auch jetzt abpfeifen. Krüger jetzt nochmal. Krüger muss den Ball eigentlich nur halten. Und ja, es ist abgepfiffen. Wir gewinnen 1-0 im ersten Pflichtspiel. Quasi für ohne Sorge und dem FSV Zwickau. Ängstlich ist Noah Sean Agbaye. Ach, das ist der Noah Sean. Ich denke mir die ganze Zeit, wer ist dieser Agbaye? Oder dieser Noah Sean, aber ja. Gut. Meine Güte. So, Robert Hermann verletzt. 28-jährige Robert Hermann ist verletzt. Man könnte ihm jetzt eine Injektion geben. Dann bleibt er nur 6 bis 7 Wochen verletzt. Achso, könnte gegen Halleschei FC spielen. Hä? Nee, Terminplan. Achso, der könnte genau. Also wäre der gegen Eupen nicht da. Aber wenn er das kriegt, dann könnte er danach 6 bis 7 Wochen ausfallen. Ist es das wert? Ich glaube nicht. Das heißt, wir lassen ihn lieber 3 bis 4 Wochen vom Physiotherapeuten behandeln. Dann ist er nicht gegen Hallischer dabei, aber vielleicht danach. Und dann müssen wir nicht damit rechnen, dass er dann ausfällt. So. Und ab sofort wird es dann auch immer so ein bisschen so sein, so ein Spiel, maximal zwei, je nachdem. Also, ne, wenn jetzt ein Spiel ist, DFB-Pokal, bald kommen ja die DFB-Pokale, so, dann gucke ich das immer, dass es so irgendwie so geht, so. Heute haben wir gegen Streda gespielt, beziehungsweise doch heute noch. Nächste Folge spielen wir dann gegen Eupen und wenn wir es dann noch schaffen, auch zeitlich mit den Videos, Hallischer FC und dann. Also ich persönlich versuche immer so, nicht einen Block, aber so die Hälfte des Blocks so durchzurocken hier. Das hier zum Beispiel, die zwei Meppen und Duisburg, die könnte man in ein Video packen, weil die einfach samstags und mittwochs sind. Klingt ja erstmal wenig, aber man sieht ja, man klickt jetzt hier auf Start und dann ist man immer noch sonntags hier. Also,
Das dauert relativ lange, aber ich gebe mir mein Bestes, dass wir das mehr oder weniger so ein bisschen gerockt bekommen. Ja. Genau, wir sind jetzt auf der Startseite. Ich glaube, da bleiben wir auch bis zu der nächsten Aufnahme, bis zum nächsten Video. Die zwei Videos, die jetzt vor diesem Video gekommen sind, die habe ich alle nach einem Stück aufgenommen. Das bedeutet, solltet ihr einen Kommentar geschrieben haben, was ich hoffe, dann konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht drauf eingehen. Ja, also, sorry dafür, aber ist leider so. Und trotzdem möchte ich drauf eingehen, wenn Kommentare kommen. Und in diesem Sinne hat es mich sehr gefreut, für euch das Video zu drehen, zu hochzuladen und Co. Ein Abo und ein Kommentar wäre cool. Und ein Daumen hoch, selbstverständlich auch. In diesem Sinne, macht's gut, auf Wiedersehen und ciao.